Okay, Simmers, es gibt Neuigkeiten. Ihr habt sicherlich alle mitbekommen, dass es Gerüchte darüber gab, ob wir ein neues Gameplay-Pack bekommen. Das Ganze wurde jetzt auf Twitter von SimGuru Frost, dem Global Community Manager von den Sims, bestätigt. Er sagt, wir bekommen zum einen ein neues Kit, langweilig, aber auch ein neues Gameplay-Pack. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, worüber könnte dieses Gameplay-Pack sein? Da gibt es einige Spekulationen. Die erste Spekulation ist Werwölfe. Hintergrund dessen ist, dass SimGuru Ninja, der im Entwicklerteam der Sims arbeitet, Folgendes auf Twitter gepostet hat: Der Mond scheint am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, so hell. Und dazu hat er ein Bild von einem Vollmond gepostet. Wer kommt normalerweise bei Vollmond raus? Richtig. Werwölfe. Da gibt es eigentlich auch kaum eine andere Assoziation. Okay, auf dem Bild sind noch Autos, aber wir kennen alle die Sims 4. Wir werden keine Autos mehr bekommen. Werwölfe würden auch an sich von dem Hintergrund passen, dass sie bereits im Supernatural-Erweiterungspack der Sims 3 auftauchten und dort ihr Unwesen getrieben haben. Daher macht es wahrscheinlich Sinn, sie irgendwann auch wieder in die Sims 4 einzubauen. Die nächste Spekulation dreht sich um ein weiteres übernatürliches Wesen, nämlich Feen. Auch diese kamen bereits im Supernatural-Erweiterungspack der Sims 3 vor, sodass es wahrscheinlich Sinn macht, sie gemeinsam mit Werwölfen zu integrieren in die Sims 4, was darauf vielleicht schließen und hoffen lässt, dass wir einen Supernatural-Erweiterungspack jetzt auch für die Sims 3 bekommen. Zudem hat 2017 EA eine Community-Umfrage gestartet, bei der sie die Meinung zu verschiedenen Gamepack-Ideen haben wollte. Und unter anderem standen zur Auswahl Hexen, ein Schneeurlaub und Feen. Zwei von diesen dreien haben wir bereits bekommen, sodass nur noch eins übrig bleibt. Und zwar die Feen. Dieses Feen-Gameplay-Pack wurde von EA damals so beschrieben: Man könnte seinen Sim als Fee erstellen, ihm magische Tricks beibringen, er hätte Flügel und passende Feenkleidung. Und jetzt kommt's: Es gäbe eine versteckte Feenwelt, die nur für Feen sichtbar ist. Damit ist die Frage offen: Bekommen wir auch noch eine neue Welt? Das Ganze scheint gar nicht so unwahrscheinlich zu sein, denn Sims Guru George hat auch auf Twitter getweetet: Ja, ich bin tief in die Twitter-Materie eingedrungen. Wenn ihr noch eine Welt bis Montag zur Verfügung hättet, welche würde es sein? Gut, jetzt kann man sagen, Lena, das ist eine ganz normale Frage, gebe ich euch recht, aber dann hat Sims Guru Frost, erinnert euch, der Global Community Manager, darauf geantwortet: Ich würde die Welt, Punkt, 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 gelöscht in Klammern nehmen. Was darauf schließen lässt, dass es eine Welt ist, die wir vielleicht noch gar nicht kennen und die so noch gar nicht erschienen ist. Was wiederum darauf schließen lässt, dass wir eine neue Welt bekommen könnten. Nun aber zur dritten und letzten Spekulation, dem plötzlich aufgetauchten Feld neben dem Bestreben. Ihr habt sicherlich alle mitbekommen, dass EA seit neuestens Community-Livestreams auf Twitch macht, wo sie die neuesten Neuigkeiten zu den Sims teilen. Und in einem dieser Livestreams ist folgendes Bild erschienen im Hintergrund. Man hat ganz normal die Merkmale des Sims gesehen mit dem Bestreben und neben dem Bestreben war ein weiteres Feld offen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was wird in diesem Feld sein? Die erste Möglichkeit könnte sein, dass wir ab sofort unserem Sim ein Sternzeichen auswählen können. Das Ganze gab es bereits in Sims 1, Sims 2 und auch in den Sims 3, sodass es nicht unwahrscheinlich wäre, das jetzt auch in die Sims 4 einzubauen. Aber das, was ich persönlich für wahrscheinlicher halte, ist, dass wir in diesem neuen Feld dann auswählen können, ob wir einen übernatürlichen Sim oder einen normalen Sim haben. Praktisch, wir können die Werwolf-Eigenschaft, die Feeneigenschaft, die Meerjungfraueneigenschaft etc. dort in diesem Feld auswählen. Das Ganze macht vor allem mit den ganzen anderen Spekulationen und dem eventuellen Supernatural-Pack Sinn. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, wir bekommen tatsächlich jetzt schon ein neues Gameplay-Pack? Wird es diesen Supernatural-Inhalt haben? Wollt ihr diesen überhaupt? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Bis dahin lässt sich allerdings nur noch abwarten, was EA jetzt in den nächsten Wochen beschließen wird und ob wir überhaupt tatsächlich schon im Mai oder erst im Sommer ein neues Gameplay-Pack bekommen werden. Falls euch das Video gefallen hat und ihr weitere Videos dieser Art sehen wollt, abonniert mich und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Damit verabschiede ich mich für diese Woche und tschüss.